Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu diesem Bloodborne Boss Guide. Und ja, dieses Mal geht es um den himmlischen Gesandten. Einen Boss, bei dem man denken könnte, dass den Entwicklern irgendwie die Ideen ausgegangen sind oder sie einfach keine Lust hatten, sich irgendwie mehr Gedanken um einen Boss zu machen, weil dieser ist der mit den Hexen der einzige Boss, den ich wirklich irgendwie ein bisschen einfallslos bzw. langweilig finde. Aber egal, ich zeige euch jetzt, wie ich ihn besiegt habe und wie ihr das auch machen könnt, beziehungsweise versuche ich euch dabei zu helfen. Also, los geht's. Am Anfang empfiehlt es sich erstmal zu schauen, wer der Boss ist. Also wer von diesen kleinen Manneken greift euch nicht an, wer beobachtet euch nur, das ist der Boss. Und den müsst ihr euch halt rauspicken, um Schaden am Boss zu machen. Es empfiehlt sich allerdings auch, die anderen zu töten, um ein bisschen Freiraum zu haben, da diese nicht sofort respawnen und man halt dann einfach ein bisschen mehr Zeit hat. Gerade Waffen, die einen Cleave haben, das heißt einen größeren Radius, in dem sie Schaden machen, sind hier zu empfehlen. Und wenn ihr euch den Spaß machen wollt, dass er von seinen eigenen Leuten zusammengeschlagen wird, einfach mal eine Schamanen Klinge auf ihn benutzen und, naja, zurücklehnen. In der zweiten Phase wird er einfach nur größer und schlägt zu, das ist nicht sonderlich spektakulär. In der letzten Phase, in der dritten, verwandelt er sich dann in so ein Leuchtevieh, er kriegt so Antennen und kann ein bisschen casten. Das tut zwar weh, wenn man getroffen wird, aber man kann sich halt überall in der Gegend verstecken und er hat sehr wenig Chancen, einen zu treffen. Und man sollte halt auf Dauer immer diese kleinen Viecher, also die anderen kleinen Gesandten, da sollte man immer killen, einfach alle weghauen und dann hat man ein relativ einfaches Spiel mit dem Boss, weil man hat einfach den Überblick und wird vor allem nicht genervt. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch viel Erfolg bei diesem Boss und sollte euch das Video gefallen oder geholfen haben, dann Däumchen nach oben nicht vergessen. Ich wünsche euch was, bis denne und tschüss.